So, Freunde, Fusion Minis Teil 12, das Dutzend ist voll. Prima. Erinnert euch mal kurz mit mir zusammen an Teil 11. Da haben wir ein erstes simples Material zusammengebaut und das bestand aus drei Nodes, ähnlich wie dieser Klumpen, den ich hier jetzt liegen habe. Nein, ich möchte jetzt nicht noch tiefer in die Materialkunde gehen. Stattdessen möchte ich etwas Praktisches vorführen, nämlich Folgendes. Wir kopieren uns diese Dinger einmal in die Zwischenablage und dann erzeugen wir uns mal so ein paar weitere Materialien. Jetzt haben wir in, ich weiß nicht, 6 Sekunden 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Materialien gemacht und aus 1, 2, 3 Nodes sind 15 Nodes geworden. Vielleicht kommt ihr auch mit 5 Materialien überhaupt nicht aus, ihr braucht 30. Ihr seht also, es geht ziemlich zügig von wenigen Nodes auf ganz viele hochzuwachsen und das wird auch genauso zügig unübersichtlich. Da muss also was passieren. Das geht so. Bitte einmal die ursprünglichen drei Nodes auswählen und ich sitze am Apple, darum Command G und wir haben eine Gruppe geschaffen. Die können wir jetzt genauso bewegen wie einzelne Nodes. Wir können sie auch umbenennen, so wie einzelne Nodes. Rechte Maustaste, Rename oder hier F2. Nennen wir das Ganze Mat01, meinetwegen, weil wir heute unseren kreativen Tag haben. Und so machen wir das weiter. Also. Na, da ist es. Group. Rename. Mat02. Group. Rename. Mat03. So, und weil ich faul bin, lösche ich das einfach kurz wieder. So. Dieser Flow ist jetzt wieder schön aufgeräumt und übersichtlich. Wenn ich es noch aufgeräumter, noch übersichtlicher haben will, dann schnappe ich mir die drei und packe die wieder in eine Gruppe. So. Ihr seht, ich habe jetzt hier 1, 2, 3 Ausgänge an dieser Gruppe. Das heißt, ich kann auch jedes Material einzeln nehmen und dann weiter verknüpfen. Wenn ich noch arbeiten möchte an den Nodes, die da drin stecken, gibt es hier unten diesen kleinen Knöppis. Einmal draufdrücken und zack, da sind die Dinger. Ihr könnt das Fenster auch größer ziehen und ihr seht auch, Mat 1 geht dahin, Mat 2 geht dahin, Mat 3 geht dahin. Und auch hier sind wieder diese kleinen Knöpfe. Draufdrücken und da habt ihr eure einzelnen Nodes zurück. Ein schneller, zügiger und wirklich wichtiger Weg, ein Projekt aufzuräumen. Darum ging's. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lege euch auch die ersten 11 Teile nochmal ans Herz, falls ihr sie noch nicht gesehen haben solltet. Jungs, Mädels, ich freue mich. Tschüss. Thank you.